Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist endlich die Goodiebox bei mir eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser mega coolen Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox ist eine ganz, ganz, ganz coole Me-Time-Box. Also sie soll dich daran erinnern, dich wieder an dich selbst zu erinnern. Hi Sammy. Und genau, sie kommt in einem ziemlich außergewöhnlichen Design daher. Und ich weiß nicht, warum andere Beautyboxen nicht gegebenenfalls auch dieses Design adaptieren. Denn es ist super praktisch. Du kannst dir damit quasi dein eigenes Schubladensystem bauen. Ich habe die auch letzten Monat schon zugeschickt bekommen, sodass ich dann mir quasi hier aus diesen Boxen etwas bauen kann. Also ich hoffe, dass ich auch noch weitere Boxen bekomme. Kostet 19,95 pro Box normalerweise. Und genau, weil das Geile an dieser Box ist, es ist einfach so eine Schublade, ne? Und ja, es ist ziemlich fest und hart. That's what she said. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Es ist eine Box, die monatlich erscheint und uns mit Produkten im Wert von mindestens 65 Euro überraschen soll jeden Monat. Und ja, finde ich ganz cool, ne? Du hast da Beauty-Produkte drin, also du hast da tatsächlich Pflegeprodukte und auch dekorative Kosmetik mit drin. Letztes Mal hatten wir ein richtig geiles Parfüm mit drin und das habe ich dann im Büro getragen und da sagte meine Kollegin sogar zu mir, die normalerweise ein sehr feines Näschen hat, boah Claudia, das riecht echt gut. Ja, das war leider nur so eine kleine Größe, aber das ist echt so ein Parfüm, was mir keine Kopfschmerzen bereitet hat und was ich ultra finde. Wird auch im nächsten Aufgebraucht-Video zu sehen sein, denn ich kann es nur noch morgen verwenden und dann ist es leider aufgebraucht. Naja, aber ich quatsche schon wieder so viel, wir gucken mal in die Goodiebox rein. Sammy, lässt du bitte hier alles stehen? Nein? Nein, er hat keine Lust. Er möchte sich hier hinsetzen und Aufmerksamkeit haben. Ist okay? Ja? Ja, armer kleiner Mr. Wow. So. Ne? Es ist eine Schublade. Hier wird verzichtet auf dieses Krüppelpapier. Du hast hier zwar dieses Seidenpapier drin, aber du hast kein Füllmaterial. Die kommt auch sehr zart verpackt hier an. Also du hast einen weißen, sehr dünnen, kartonigen Umkarton. Und ja, aber da, ne, sieht man hier nicht an der Box, dass sie irgendwie transportiert wurde. Das ist ziemlich cool. Und genau. Ich nehme hier mal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, erstmal raus. Da steht Energize drauf. Das heißt, diese Box soll uns mit Energie versorgen, was jetzt natürlich in dieser kalten Jahreszeit auch sehr, sehr wichtig ist. Also du brauchst nicht nur Energie in Form von Nüssen oder sonst irgendwas, sondern du brauchst wirklich Energie für dein Brain und für Lebensmut. Sammy, es reicht. Nein. Ich kann das eigentlich nicht. Jetzt guckt er mich so an. Ich kann das nicht hart bleiben, ist so schwer. Das weiß der auch. Ja, und wenn man dann alles entfernt hat, hat man hier quasi das Seidenpapier. Sich mal so aufklappe. Und hier haben wir den Blick und gut riechenden Blick vor allem in die Box. Oh, riecht das gut. Oh ja, ich glaube, das ist wieder ein Parfüm, oder? Von Aether Extreme Eau de Parfum. Ja, es ist wieder ein Parfüm mit dabei. Das finde ich großartig. Hier haben wir drin 10 Milliliter. Das ist dieses hier. Sehr schön, ich habe Nachschub. Müssen wir mal gucken, wie das riecht. Das ist jetzt ein bisschen schwerer, tatsächlich. Das ist vom Duft nicht ganz so meine Richtung. Ich bin ja eher etwas süßer unterwegs, aber es riecht nicht schlecht. Mhm. Etwas dezenter, aber halt irgendwie herber, genau. Hey, kannst du mir beim Umzug helfen? Du hast bestimmt schon mal zu etwas Ja gesagt und dir direkt danach geschworen, dass es jetzt wirklich das allerletzte Mal ist. Stimmt's? Ja? Rhetorische Frage. Mit dem People-Pleasing ist das so eine Sache. Denn andere Menschen glücklich zu machen, erscheint auf den ersten Blick wie etwas Schönes. Wenn du allerdings die Bedürfnisse der anderen immer vor deiner eigenen stellst, beraubst du dich selbst der Zeit, die du zur Erholung brauchst und gehst damit an deine Energiereserven. Und du brauchst Energie, und zwar nicht nur im Spinning-Kurs.
Mann, das ist ja voll hart geschrieben, ja, aber so wahr. Ja, klar, es gibt Energy Drinks und Kaffee, aber wenn du nicht gerade für eine Klausur paukst, durchmachen oder die Nacht zum Tag tanzen willst, gibt's bessere Wege, deine Akkus aufzuladen. Schritt 1. Sei yourselfish und trage Me-Time in deinen Kalender ein. Ja, wie einen Zahnarzttermin. Schritt 2. Finde heraus, was dir im Leben Energie gibt, dich beflügelt und danach, was oder wer deine Energiefresser sind. Diese Box ist sowas wie eine Ladestation, die deinen Akku mit Hilfe von Me-Time und entspannenden Produkten wieder in den grünen Bereich bringt. So! Hilfe! Alles Liebe und viel Energie, Marita, Federico, Chrissy, Freya, Theresa und Caro. PS, hast du Me-Time schon in deinen Kalender eingetragen? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ach, du ahnst es nicht. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Muss ich noch machen, ne? Me-Time, ja, also quasi, du sollst egoistischer werden. Interessant, also das Konzept hinter der Box ist ja, dass du Me-Time wieder für dich entdecken sollst, dass du ein bisschen mehr Egoismus machen sollst tatsächlich, ja, aber das ist sehr hart geschrieben, ne? So ein bisschen wie so ein Life-Coach, aber tatsächlich auch von diesem Parfüm habe ich da nichts drin gelesen. Naja, Aether oder Aether, Aether, Extreme. Ja, muss ich noch ein paar Mal so testen, aber es ist nicht so ganz meine Duftrichtung. Gut, als nächstes haben wir hier ein Produkt drin, was ich auch schon mal hatte und jetzt halt hier in der Mini-Größe von Benefit, die Bad Girl Bang Mascara. Das ist eine Mascara, die macht dir wirklich, ne, schon kabuff kabam, sieht so ein bisschen aus wie so ein Zauberstab. Und das ist eine praktische Reisegröße von 4 Gramm. Genau, und die hat halt ein Gummibürstchen, was halt so kegelförmig ist, ne. Sehr interessant. Riecht wie eine Mascara halt riecht. Hatte ich schon mal, fand ich okay, hat mich aber nicht vom Hocker gehauen, soweit ich mich erinnern kann. Aber ne, wird in meine Backup-Sammlung einziehen. Oh Leute, ganz ehrlich, wenn ich meine Sammlungsreihe dann bis zu meiner Mascara-Sammlung ausweite, da, ihr werdet hinten überkippen, wie viele ich habe. Das ist echt Wahnsinn. Gut, als nächstes habe ich hier von Manakata Beauty Lippy Love Lip Scrub Step 1. Okay, also das ist quasi, bevor du dir einen Liquid Lipstick aufträgst oder einen Lippenstift, dass du ein Lippenpeeling machst. Das kannst du jetzt tatsächlich auch sehr, sehr gut gebrauchen oder ich kann es auch sehr, sehr gut gebrauchen, weil man jetzt irgendwie sehr spröde Lippen hat, sehr trockene Lippen, aber ich muss auch gestehen, dass ich jetzt eine Lippenpflege für mich gefunden habe, die sehr gut funktioniert. Also was das ist, dazu gibt es dann auch demnächst mal mehr, aber ja, ne, das hier ist jetzt ein Lippenpeeling, verwende ich super selten, muss ich zugeben. Weil ich da irgendwie zu faul für bin. Ja, das ist halt wie so ein weißer Stift. Riecht ganz, ganz leicht zitrisch. Okay, und dann machst du dir so über die Lippen und dann fühlt es sich leicht peelend an. Ich habe jetzt hier was drauf. Und man fühlt so ganz leichte, sandige Partikel da drin. Aber ist jetzt nicht irgendwie spektakulär, aber werde ich mal austesten, wie das so ist. Manakata mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Da habe ich auch mein allerliebstes Lieblingspuder von, was ich auch heute trage natürlich. Aber jo, ne, Lippenpeeling wäre jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich jetzt so absolut zugegriffen hätte. Okay, aber jetzt kommen wir zu etwas, was ich super interessant finde. Und zwar ist das von Starskin Foaming Peeling Puff. Ein Peeling Puff. Ein Peeling Pad, was du nimmst, um dein Gesicht zu peelen, was ich richtig geil finde. Du hast hier drin quasi zwei Sachets. Du machst dieses große Ding auf, machst dann das kleine in das große Sachet, machst ein bisschen Wasser mit rein und 2 bis 3 Minuten nimmst du dann das Peeling Pad raus, was hier drin ist, und peelst damit quasi dein Gesicht. Das ist dann sehr, sehr feucht und so. Und dann kannst du dein Gesicht wieder abwaschen. Und was ich auch sehr, sehr geil finde, ist, dass du dieses Peeling Pad, was hier drin ist, quasi 3-mal verwenden kannst. Das heißt, ich könnte das dann 1,5 Wochen verwenden, weil ich mich ja 2-mal die Woche peele, also Körper und Gesicht. Und ja, jeden Dienstag und jeden Freitag. Immer noch. Es bleibt auch so. Es ist eine gute Routine, die ich da habe. Und ja, das werde ich dann auch mal in meine Routine mit einfliegen lassen, wenn mein aktuelles Gesichtspeeling leer ist. Und das finde ich interessant. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was da dieses unfassbar coole dran ist, aber auf jeden Fall, dass du da verschiedene Sachets hast. So zum Testen und zum ist in der Box mit drin, kann ich mal ausprobieren. Ob mir das gefällt, finde ich das richtig klasse. So. Hier haben wir wahrscheinlich den Ursprung des Duftes von Human and Kind Skincare with a Conscience Body Soufflé.
Oh, schön. 200 Milliliter sind hier drin. Und das ist eine ganz, ganz leichte und sanfte, feuchtigkeitsspendende Body Mousse Creme Soufflé. Und ja, soft to the touch. Ich weiß jetzt nicht, wonach das riecht. Das riechen wir mal. Es riecht eher frisch tatsächlich. Also es ist sehr frühlingshaft, würde ich sagen. Hat was von Orange auch mit dabei. Riecht auf jeden Fall super, super interessant. Ich finde die Verpackung auch schön. Vegan and cruelty free finde ich auch ganz nett. 97,2% natürliche Inhaltsstoffe. Auch das finde ich interessant. Saukalte Tube, weil Paket gerade ist eingetroffen. Ich finde übrigens die Beschreibung hier auch immer so ein bisschen interessant. Deswegen interessant, lese ich dir hiervon auch mal die Beschreibung vor. Bereit für ein Me-Time-Out? Das 2-in-1 Body Soufflé von Human and Kind ist wie eine Staycation für deinen Körper und deine Seele. Entwickelt für empfindliche und trockene Haut, zieht die Creme besonders schnell ein und hinterlässt nichts als babyweiche Haut. Und haben wir erwähnt, dass sie auch noch vegan ist? Ne? Also ich finde das ganz, ganz keck geschrieben. Irgendwie so witzig und so mit Pep dahinter. So, ein Produkt haben wir hier noch drin. Und zwar ist das hier von Vita Mask eine Crystal Glow Hydrogel Eye Mask All-in-One Rescue. Okay. Das hier ist eine untere Augenmaske wahrscheinlich. Nee. Eine Superheldenmaske. Wie geil. Finde ich richtig cool. Machst du dir das halt wie so eine, ne, Maske drauf. All-in-One Cooling Hydrogel Eye Mask to Depuff, Brighten and Repair. Infused with Anti-Pollution and Anti-Blue Light Protection. Ja, dieser ganze Anti-Blue Light Filter und so, wovon immer wieder geredet wird, das greift natürlich unsere Augen an. Ach Quatsch, nicht Anti, also dieses Blue Light, ne, dieses blaue Licht, was quasi von diesen ganzen technischen Geräten auf uns kommt. Smartphone, Laptop, Computer, Fernsehen und so weiter. Da ist es dann gar nicht so verkehrt, wenn man sowas dann halt auch entsprechend als Maske hat und da auch einen Effekt mit auf das Gesicht bekommt. Wird auf jeden Fall getestet und da bin ich auch sehr gespannt. Depuff, also dass du quasi alles wieder aufpolstern kannst und alles nicht mehr so komisch aussieht vielleicht. Ja, und finde ich cool. Ne? Mit Gesichtsmasken kriegt man mich sowieso. Schon coole Produkte drin und vor allem finde ich das auch ziemlich geil, dass die jetzt auch Benefit mit reingenommen haben. Das heißt, du hast ja auch so eine richtig bekannte Marke mit drin. Ansonsten waren in der Goodiebox auch viele Produkte oder sind auch viele Produkte von Marken, die jetzt nicht so ultra bekannt sind, aber sehr, sehr geil sein sollen. Wie zum Beispiel das Parfüm, was letztes Mal mit drin war. Und ja, mir hat die Box definitiv gut gefallen und für 19,95 €, was man ja für die Box bezahlt, da kann man sich nicht beschweren. Und man hat halt auch noch total nachhaltig gesehen diese Schublade mit dabei, woraus man sich halt auch wirklich was bauen kann, ne? Weil das halt so hochwertig und so massiv ist. Also nicht massiv, sondern hart. Es ist, ja, Claudia findet die Worte nicht mal wieder. Passen die Produkte zum Thema Energie geben, etwas egoistischer werden und Me-Time geben, nehmen? Definitiv. Denn es sind Pflegeprodukte, mit denen du dich einfach beschäftigst, mit dir selbst und einfach auch so ein bisschen runterkommst, chillst. Masken ist für mich immer die Me-Time schlechthin. Und Augenmasken finde ich auch immer super cool. Und ja, dann hast du noch ein bisschen eine Mascara mit dabei, ein Peeling und so weiter. Und das finde ich echt geil. So, das wollte ich an dieser Stelle einfach mal gesagt haben als kleines Feedback und ja, mir hat es gefallen. Und wenn auch dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!